Ja, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Tribüne. Ich finde den hier vorliegenden Antrag der FDP ehrlich gesagt ziemlich traurig, ja sogar schädlich für den Wirtschaftsstandort Nordrhein-Westfalen. Sie instrumentalisieren die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger, um ihren Feldzug gegen die Windenergie fortzusetzen. Das Erstaunliche daran finde ich jetzt allerdings, dass Sie sich noch nicht einmal zu schade sind, Ressentiments gegen Industrieanlagen zu forcieren. Denn Sie bezeichnen Windenergieanlagen als Windindustrieanlagen, wollen aber gleichzeitig, dass diese schlechter behandelt werden als alle anderen Industrieanlagen, denn Sie wollen größere Abstände, als es bei anderen Industrieanlagen der Fall wäre. Ich finde, dass Sie da mit zweierlei Maß messen, wie Sie das generell beim Thema erneuerbare Energien tun. Denn, Herr Brockes, wir haben keine Priorisierung, denn Windenergieanlagen werden bei der TA Lärm genauso behandelt wie jede andere Industrieanlage. Auch Sie wollen, dass es andere Maßstäbe gibt. Sie sind das. Und denn Sie messen auch an anderen Stellen mit zweierlei Maß. Einerseits ist es Ihnen beispielsweise egal, wenn Arbeitsplätze in der Branche der erneuerbaren Energien aufgrund der verfehlten Bundespolitik wegfallen, wie aktuell und in den letzten Jahren in der Solar- und Biomassebranche, während Sie andererseits in klassischen Industriebereichen sofort nach der Verantwortung eben der Landesregierung dann auf einmal schreien. Sie messen auch mit zweierlei Maß, wenn Sie einerseits die Wichtigkeit Nordrhein-Westfalens als Energieland Nummer 1 betonen, aber andererseits sagen, dass trotz des bundesweit beschlossenen Ausbaus der erneuerbaren Energien der Windstrom dann bitte doch aus dem Ausland importiert werden soll. Denn genau das sagen Sie in Ihrem Antrag, dass es keine Notwendigkeit mehr gäbe, den Ausbau der Windenergie im bevölkerungsreichsten Bundesland zu forcieren, sondern den Strom lieber aus dem europäischen Ausland zu importieren. Ich erkläre Ihnen gerne, was das bedeuten würde. Wenn alle anderen Bundesländer weiterhin den Windenergieausbau vorantreiben, NRW aber nicht, dann wird Nordrhein-Westfalen keine Chance haben, das Energieland Nummer 1 zu bleiben. Ich kann daraus nur eine Sache schließen. Die FDP möchte, dass Nordrhein-Westfalen nicht mehr Energieland Nummer 1 ist. Ja, es ist sogar so, dass die FDP mit diesem Antrag die Deindustrialisierung Nordrhein-Westfalens fordert. Ich finde es schädlich, und das ist mit uns nicht zu machen. NRW ist Energie- und Industriestandort und soll dies auch bleiben. Die anlässlich des Klimaschutzplans erstellte Impact-Analyse hat gezeigt, dass Nordrhein-Westfalen durch den forcierten Ausbau der erneuerbaren Energien wesentlich später zum Stromimportland werden kann als ohne den Ausbau der erneuerbaren Energien. Zudem profitieren Kommunen und Mittelstand in Nordrhein-Westfalen stark vom Windenergieausbau. Ihnen ist das völlig egal. Ich finde das traurig. Ich möchte hier einmal klar machen, uns sind natürlich die Anliegen von Anwohnerinnen und Anwohnern nicht egal. Natürlich haben Windenergieanlagen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt, aber sie haben wesentlich geringere Auswirkungen als alle fossilen Anlagen zur Energiegewinnung. Um die Auswirkungen für Mensch und Natur so gering wie möglich zu halten, wirkt aktuelles Recht angewandt. Und zur Erläuterung, liebe FDP, dabei gilt schon länger und nicht erst seit Ihrem Antrag, dass je höher eine Windanlage ist, desto höher ist eben auch der Abstand zur Wohnbebauung. Sehr geehrte Damen und Herren, die Energiewende lebt von dezentralen Erzeugungsstrukturen. Energiewende ist mehr als nur die Umstellung von fossilen auf erneuerbare Energieträger. Sie steht auch für die Möglichkeit von Bürgerinnen und Bürgern, sich an der Energieversorgung zu beteiligen. Und der Unterschied zwischen uns und Ihnen ist dann nämlich, dass wir die Menschen ernst nehmen, mitnehmen und wir vor Ort sind und Sie die Leute nur gegen die Energiewende aufhetzen. Nach diesen bewussten Fehlinformationen und kruden Forderungen ist es dann nicht mehr verwunderlich, dass Sie in Ihrem Antrag, auch eben in Ihrer Rede, Aspekte des Entwurfs des Landesentwicklungsplans vollkommen fehlinterpretieren. Sie werfen dem LEP vor, er missachte die Belange des Anwohnerschutzes, weil in ihm Flächenangaben für die Regionen für den Windenergieausbau vorgeschlagen sind. Der LEP verortet diese Flächen aber überhaupt nicht. Das ist Aufgabe der Regionen und der Kommunen. Insofern kann der LEP überhaupt nicht die Belange der Anwohnerinnen und Anwohner missachten. Sie verdrehen hier bewusst Fakten und legen sie so aus, wie es ihnen passt. Frau Kollegin Stadt, eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Busen. Ja, natürlich. Bitte schön, Herr Busen. Sie sprechen davon, ist
der Dingel an, oder doch, nicht? Doch, es ist an. Ich höre, also leise, aber ich höre Sie. Sie sprechen davon, Bürger beteiligen an den Windparks. Ist Ihnen bekannt, dass Tausende von Bürgern betrogen worden sind von ihren grünen Fonds, Geschichten und deswegen gar kein Interesse mehr daran haben, zu investieren in den Windparks? Ja, sehr geehrter Herr Busen, das ist mir bekannt. Natürlich ist mir das bekannt und ich verurteile das natürlich absolut, dass da mit falschen Versprechungen an unterschiedlichen Stellen gearbeitet wurde. Das war nie in dem Sinne der Energiewende, nie in dem Sinne der Bürgerenergieanlagen, wovon ich spreche, ist das, was wir hier unterstützen. Bürgergenossenschaften, dass sich Bürgerinnen und Bürger zusammentun und da aktiv werden. Und das ist der große Vorteil und das ist auch das, was wir vor Ort eben unterstützen. Zu guter Letzt halte ich hier fest, ein Antrag, der die Sorgen von Anwohnerinnen und Anwohnern nur benutzt oder sogar anfacht. Ein Antrag, der Fakten verdreht und ignoriert. Ein Antrag, der den Feldzug der FDP gegen die Windenergie mit anderen Mitteln fortsetzt. Und ein Antrag, der schließlich die Deindustrialisierung Nordrhein-Westfalens fordert. Ein solcher Antrag ist für uns absolut nicht zustimmungsfähig. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.